Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Im letzten Part hat uns Freeze ordentlich Stress gemacht und irgendwie lief auch sonst nicht so richtig alles glatt. Aber wir haben einen Plan und zwar den Joker kalt machen. Vielleicht kann uns Freeze dabei helfen. Ne, ich glaube, der ist ein bisschen K.O. vom letzten Mal. Ja, sieht nicht so gut aus. Müssen wir den Joker alleine kalt machen und zwar... Benutzt du den Freeze-Schuss, um defekte Dampfleitungen zu verstopfen? Ach was! Oh mein Gott, das wird langsam echt unübersichtlich mit den ganzen Dingern da. Alter Vater. Okay. Cool. Okay, neue Wayne. Was? Neue Ausrüstungsverbesserung verfügbar? Hä? Okay. Von mir aus, Leichenhalle. Naja, denn der Joker hat uns das Gegengift gestohlen. Der fand das irgendwie lustig oder so, keine Ahnung. Vor allem, die Sache ist jetzt, ich denke mal, er wird das selber nutzen, weil er ist ja auch vergiftet. Also, muss er es eigentlich selber nutzen. Aber, naja, wenn wir davon nachher nichts mehr bekommen, haben wir ein scheiß Problem. Was zum Teufel? Das klingt nicht wie eine Lampe, sondern als würde da irgendjemand komische Geräusche von sich geben. Okay, strange. Wirklich, wirklich strange. So, was haben wir denn hier? Wanted by GCPD. Aha. Kennt man den Typen? Keine Ahnung. Kennt man den Typen? Keine Ahnung. Solange hier nicht irgendwo eine Fledermaus hängt, das ist alles gut. Oh, was haben wir denn da? Sieht auch gar nicht so intakt aus hier irgendwie, das Ganze. Gut, ich weiß nicht genau, wo der Joker sich gerade versteckt. Ist er noch da, wo wir das letzte Mal ihn gesehen haben? Da, wo er uns dann vergiftet hat? Maybe. Und wer ist eigentlich auf die grandiose Idee gekommen, das GCPD-Gebäude auf die Amüsiermeile zu stellen? Oh oh. Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Vicky Vale. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ah. Wirklich? Hallo oh. Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Mail wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Oh oh. Digga! Wir entschuldigen uns für diese Störung. What? Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Okay, ich nehme an, das wird dann meine nächste Mission. Natürlich, rette Vicky Vale von der Abschlussstelle des Hubschraubers. Vicky Vale! Die gute kennen wir doch auch schon aus, ne? Dingensens. Das ist der Telltale Series! Was tust du? Das war fucking knapp. Ja. In der Stadt der Verbrecher. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Oh oh. Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Hä? Als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Okay, ich denke, wenn ich da jetzt einfach reingehe, werde ich wahrscheinlich direkt abgeknallt. Ja, ich hab dich gehört, jetzt halt's Maul. Ich will ja helfen, aber erstmal muss ich die Scharfschützen ausschalten, du Vogel. Da hinten chillen sie. Ich weiß nicht, warum die jetzt plötzlich hier... Streng dich an. Okay. Joker will die Reporterin töten. Aha, okay. Ja, okay, ich versuch's. Ich hab einfach kein freies Schussfeld. Zeig okay, weißt du was? Mit der Knarre auf die Stelle, wo sie war. Früher oder später wird sie dir ihr hübsches Köpfchen zeigen. Nein, wird sie hoffentlich nicht. Wenn die nicht komplett dumm ist, dann bleibt die schön in ihrem scheiß Hubschrauber. Ich meine, der brennt zwar ein bisschen gerade, aber mein... Was soll's schon, ne? Ja. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Ja. Jetzt halt doch einfach das Maul, Mensch. Warum musst du eigentlich immer weiterreden? Die Schlampe gehört mir. Freu dich nicht zu früh. Joker flippt aus, wenn du das versaust. Wie er mich halt einfach nicht sieht, ne? Was ein Affe. So, der andere hat mich jetzt gehört, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Denn was soll der mich schon tun? Ist ja der Letzte. Oh, der Schritt geht aber ordentlich ins Leere, oder? Naja. So, haben wir's dann. Hoffentlich. Die Scharfschützen, die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Jaja, verschwunden sind die. Ja, Mädel. Wenn sie mich hören kann. Hier oh. Spricht Vicky Vale. Okay. Mir läuft die Zeit davon. Ich kann hier nicht. Ach, da steht sie einfach. Ist tot. Sie steht hier einfach rum. Was ist denn da los, Alter? Oh man. Na, Mädel. Wie geht's so? Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Nein. Mir erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Oh, Mann. Was willst du?
Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade... Was gut ist, wenn er zu uns kommt, müssen wir ihn nicht suchen. Passt schon. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Harley hat's gestohlen, ja. Wenn du ein Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung. Nicht wahr? Da hat er leider recht, ja. Wer war das jetzt mit dem Hut, der da rumstand? War das Joker? Wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meine Leben ein Ende bereiten. Oder wer ist das da oben jetzt? Wie konnten Jokers Leute in einem Hochsicherheitsgefängnis in den Besitz von Scharfschützengewehren gelangen? Das ist eine gute Frage, ja. Ich hoffe mal, die trägt das alles schön nach außen. Master Bruce, ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Oh. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr bald in ihrer Nähe sein. Ich muss sie hoffentlich nicht daran erinnern, dass sie es schnellst... Warum ist das eine Nebenmission, hä? Was? Wieso ist das eine Nebenmission? Ja klar mache ich das. Hä? Heilmittel, what the fuck? Ist doch perfekt. Wenn ich Dr. Strange zuerst kriege, dann wirst du dem gar keine Fragen mehr stellen können. Dann hat sich die Sache mit dem nämlich gegessen. Okay, dann würde ich mal sagen, holen wir uns das Gegengift. Ich befürchte nur, dass es eine ganze Nebenmission ist, wird das nicht so einfach werden. Aber naja. Nee, das machen wir jetzt, weil vielleicht brauchen wir dann den Scheiß vom Joker nicht mehr. Der ist einfach explodiert? Nein, jemand hat mit einer Rakete draufgehalten. Ach so. Irgendeine Ahnung, wer drin saß? Ich glaub, ja. Es war Vicky Vale. Du warst schon die Reporterin. Ja, weiß ich. Cool. Konnte die Schlampe noch nie leiden. Dann hast du wohl Glück. Alles klar. Wenn sie in Arkham City abgestürzt ist. Oh. Bam! Schön umgenietet. Einmal ausschalten den Typen und danach. Machen wir uns an den da. Ey! Chill mal dein Leben. So geht das nicht hier. Hä, ich will den ausschalten. Wie er nur guckt und nichts macht. Hä? Was zur Hölle? Okay. Er hätte wenigstens einfach random reinschießen können. So, wo muss ich denn hin? Bin ich schon da? Ja, eigentlich schon, oder? Hä? Ah, da drüben. Hä? Nee, ich stehe doch direkt drauf. Warum wird es jetzt nicht getriggert? Oder muss ich da runter? Als ob. Ach so, oh, der Behälter da. Der ist mir gleich aufgefallen. Ach was. Okay. Na dann. Was zur Hölle? Warte mal, war das jetzt ein... Noch Tee, Batman? What? Wo bin ich? Was ist hier los? Oh mein Gott, der hat uns verarscht. Was für eine Frage. Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber wie du siehst, es hat funktioniert. Wie hat er es geschafft, Alfred zu imitieren? Strange kann nichts dagegen tun. Über seinen Funkspruch. Kannst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee. Mein besonderer Tee. Meine Spezialität. Sonst geht's dir aber gut, ja? Um es kurz zu machen. Ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Die Illusion war schon vorher da, bevor wir den Scheiß genommen haben. Der hat uns mit dieser Illusion vorgespielt, dass wir diesen Funkspruch bekommen hätten. Den haben wir gar nicht bekommen. Oh Mann. Krass. Ja, fuck, Alter. Da bin ich ja jetzt mal reingestolpert. Du wirst alles tun, was ich sage. Das war aber auch smart mit dem Gegenmittel. Du wirst alles tun, was ich sage. Was zum Teufel? Nein, 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 nein! What? Das ist nicht richtig!
dich! Was ist das denn? Du nicht machen. Hä? What the hell? Dir läuft die Zeit Oha. Davon. Okay, das ist ein Battlefield, was ein bisschen kompliziert ist, Alter. Das sieht ein bisschen aus wie bei Bayonetta irgendwie, ne? Vom Battlefield her so. Also ich habe Bayonetta nie gespielt, aber ich kenn's von der Smash Bros. Stage und auch vom Charakter her so ein bisschen halt, ne? Und, naja. Sieht irgendwie sehr daran angelehnt aus. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was zuerst da war. Mein, das Spiel hier ist schon etwas älter. Nein, lass mal nicht machen. Da kommen immer mehr von denen. Schlage nach einem kritischen Treffer. Ja, ja, ich will aber gar keinen. Ach so, kann ich den Typen schlagen? Ah, ich kann den schlagen. Okay, perfekt. So, könnt ihr mal jetzt alle liegen bleiben, Alter? Wie viele von euch wollen denn noch kommen? Hä? Da kommen immer unendlich viele nach. Mache ich irgendwas falsch? Muss ich irgendwas anders machen? Habe ich meine Ausrüstung? Ja, habe ich. Okay. Kämpfe nicht dagegen. Ich kämpfe gegen dich, Bruder. So, schön aufs Maul gegeben. Aber ich muss doch jetzt keine kritischen Treffer erzielen, oder? Weil es steht die ganze Zeit da oben. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Aua. Ich bin gleich tot. Das ist nicht so gut. Mann, diese blöden Luftströme, die hier die ganze Zeit sind, die sind aber auch ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Nein, geh weg. Ich muss an den Typen ran, ich muss an den Typen ran. Ich muss an den Typen ran. Geh doch mal weg. Ja, perfekt. Hä, wieso haben die mich getroffen? Ich habe Y gedrückt. Was zur Hölle? Muss ich hier sterben? Weil es kommt immer mehr. Oder habe ich jetzt verkackt? Hä? Wenn du aufwachst, wirst du... Was? Hä? Also ich muss da nicht sterben? Hä? Okay, dann war ich einfach gerade mega scheiße offensichtlich. Dann machen wir es anders, Leute. Nämlich so. Zack. Einmal schön kontern den Typen. Einmal ausweichen. Einmal darüber springen, wo das Ding war. Ich weiß nicht mehr wo. Da. So, haben wir die beiden weggesprengt, die Arschgeigen. So, zwei weniger. Jetzt machen wir die kurz kalt hier. Au, Drecksack. So, und dann würde ich ganz gerne mal probieren, hier ein bisschen Verwirrung zu stiften. Nee, das funktioniert nicht, okay. Ich habe gehofft, ich könnte die vielleicht alle so verwirren, dass ich nochmal Zeit habe, eine Sprengladung zu platzieren, aber ich befürchte, das wird nichts. So. Ja, da kommen immer mehr von denen. So, einmal haben wir ihn weg. So, jetzt kann ich mal ganz kurz hier die Batarangs nutzen. Oh, das bringt hier aber nichts, glaube ich. Hm. Scheint hier nicht so viel zu bringen, Alter. Oh mein Gott, das war knapp. Kämpfe nicht dagegen. So, einmal ausweichen, da rein. Zack, wunderbar. Jetzt mache ich. Jetzt sind wir wieder bei demselben Level wie vorhin, nur ich habe viel mehr Leben diesmal. Jawohl. Und nochmal den Batarang-Scheißdreck hier. Yes, Alter. Gib ihm. Gib ihm richtig ordentlich. So, der kann mich mal, der Typ. Ich mach den. Alles ist so kalt. Wo ist er denn? Ist er schon da? Nee, ich sehe ihn gerade nicht. So, ja. Sauber gekontert, sauber gekontert. Und den... Ah, ich habe den Batarang-Scheiß verpasst. Ich habe jetzt gerade zu spät gedrückt, leider. Das war nicht gut. So, da ist einer tot. Das ist gut. Den kontert... Da ist er, da ist er, da ist er. Nee, doch nicht. Doch, doch, doch. Da, hier. Herkomm, herkomm, herkomm. Rüber da. Und drauf, drauf, drauf. Nein, auf den anderen, auf den anderen. Jawohl. Jetzt habe ich ihn dreimal getroffen. Das reicht immer noch nicht. Alter. Boah, die Uhr macht aber auch mega Stress gerade, ne? Alter, wie viele Gegner das sind. Oh mein Gott. Gott sei Dank haben wir unser Leben im letzten Part noch ein bisschen aufgebessert. Da ist er nochmal, da ist er nochmal. Ja. Ja, ich habe ihn. Sauber. Mach ihn kalt. Yes. Das war gut. Was eine Maske, Alter. Die ist ja mega hässlich. Konzeptzeichnung, Charaktertrophäen und irgendwas anderes noch freigeschaltet. Was? Krass. Okay, der Typ ist Matsch und die haben wir auch alle kalt gemacht. Sauber, Alter, sauber. Alter, was ist eine Nebenmission, ey? War's das jetzt oder geht's noch weiter? Okay, das war's offensichtlich. Perfekt. Krass. Mega krass. Aber war eine geile Nebenmission, kann man machen. So, aber jetzt müssen wir mal ganz kurz wieder hier, wo wollten wir eigentlich hin? Tiger sind... Da unten. Ah ja, genau, zum Joker halt, ne? Infiltriertes Stahlwerk. Ja, ja, genau, beim Stahlwerk war der Typ, ja, genau, richtig. Ja, dann machen wir uns doch mal rüber, Leute. Ups. Was macht Batman hier? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, was ich hier gerade tue. was tue ich hier eigentlich? Also mal wirklich.
Was tue ich hier? Bist du zu feige? Lass uns einfach mal dem Ausruf. Ja, tatsächlich habe ich gerade keinen Bock auf dich, gegen dich zu kämpfen. Das hast du richtig erkannt, Kollege. Ich mache mich Richtung Joker. Das ist, glaube ich, jetzt eine bessere Idee. Ich finde es bewundernswert, dass der Anzug oder beziehungsweise der Umhang immer noch funktioniert zum Gleiten. Ne? Der hat schon so viele Löcher drin. Ne? Und trotzdem... Yes! Hat's gereicht? Nee, hat's nicht. Schade. Na egal. Tschüss. Das Schädeltrauma geht nicht auf meine Kosten, ne? Das ist kostenlos gesponsert von der Anstalt Arkham City. Ne? Oh, ich bin dran vorbei. Moment. Da vorne, ne? Ja, da vorne. Ah, diese ganze Ritter-Scheiße, die ich da schon wieder sehe, da kriege ich da schon wieder gleich einen Anfall. Warte mal. Können wir da... Müssen die alle in einer gewissen Zeit kalt gemacht werden? Könnte sein. Ist aber selbst mit dem Schnellbattering, glaube ich, unmöglich zu schaffen. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, das sind 6 Stück. Wie soll ich die alle machen? Ich krieg maximal 3 auf einmal. Nee, vergiss es. Okay. Können wir entweder noch nicht machen oder ich weiß nicht, wie es geht. Kann ich bitte da irgendwie hoch? Dankeschön. So. Da vorne. Batman! Ja, ich bin Batman! Oh mein Gott, hier sind Scharfschützen. Okay, jetzt sollte ich langsam machen. Oh, okay, die habe ich leider noch gesehen. Das ist jetzt Mist. Das ist jetzt... Oh, das ist jetzt auch Mist. Kann ich mich da dranhängen und die dann ausschalten, während ich da hänge? Nein, kann ich nicht. Interessant. Schöne Theorie, aber nein. Gut, ich bin dann mal weg. Beziehungsweise, nee, weißt du was? Ich schalte die einfach aus. Ich nutze den Rauch, um die auszuschalten. Das ist eigentlich viel smarter. Ja, Mann. Aua. Ja, okay, ist jetzt habe ich ein Problem. Ja, das war nicht so klug, was ich hier tue. Ach, oh, ich bin fast tot. Cool. Oh, lol! Die haben Granaten! Seit wann haben die Granaten? Ja, der tötet mich gleich, der Typ. Das ist mir jetzt egal. Ja. Mach mal neu. Weil, das war jetzt halt doof, dass die mich schon von Anfang an gesehen haben. So, ich wusste nicht, dass die schon zu der Truppe dazugehören, die den Joker schützen. Ich dachte, das wären noch welche von den Typen, die einfach absolut irrelevant sind. Das, ja, waren sie halt leider nicht. Ich meine, passiert. Och, come on, Alter. Das fuckt so ab. Wieso kann das Spiel nicht einfach jedes Mal, bevor ich in den Kampf gehe, kurz speichern? Was ist daran so schwierig, meinen Standort einfach mal kurz zu speichern? Meine Fresse. Ernsthaft mal. Wenn ihr Autospeichern macht, dann macht's halt wenigstens richtig, ey. Das fuckt so ab. Da ich das alles immer doppelt und dreifach laufen muss. Gerade bei so einer relativ großen Welt ist das halt einfach mega fucking nervig. Ich meine, wenn es jetzt so eine kleine Welt wäre, dann alles klar. Aber es ist halt schon eher groß so, weißt du? Gott sei Dank ist jetzt kein so Witcher 3 oder sowas, ne? Wo du wirklich jetzt 20 Kilometer einfach nur durch die geradeaus reiten kannst und es passiert nichts. Also was heißt passiert nichts, aber... Du bist halt noch nicht an deinem Ziel, ne? So, bin ich wieder da? Ja, genau. Und der da gehört, glaube ich, jetzt schon dazu. Und damit habe ich nicht gerechnet. Der da unten ist doch einzeln. Den kann ich doch rausschalten, oder? Klar. Der ist eigentlich einzeln. Oh, vielleicht haben die anderen mich jetzt wohl gehört. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, haben sie. Dann verpiss ich mich mal wieder. Oh, ja. Ja. Schon klar. Okay. Sehen die mich? Ne, die haben keine Ahnung mehr, wo ich bin. Okay, wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir landen jetzt hier einfach mal ganz entspannt. Ich sage, ohne dass wir es sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben Ameisen abknallen. Scharfschütze, den muss ich ausschalten. Der ist wichtig. Eine neue Nachricht von Joker. Ich bin direkt vor denen weggeflogen, die haben mich nicht gesehen. Was ist denn da schon wieder los, Alter? Sie Na. Haben einen verpassten Anruf. Der muss einen verpassten Anruf, Alter. Okay? Entschuldige, dass Harley dein Heilmittel gestohlen hat. Du warst so mit Freeze beschäftigt, dass ich nicht darum bitten konnte. Naja. Keine Sorge. Sobald das kleine Biest hier ist und ich einen Schluck genommen habe, hebe ich dir was auf. Du wirst es dir natürlich verdienen müssen. Aber ich warte hier auf dich. Und was ist, wenn ich das zuerst kriege? Du wirst mir das sicher nicht glauben. Aber ich kann einfach nicht mit ansehen, wie du stirbst. Das glaube ich dir sogar. Auch wenn es egoistisch klingt, wir brauchen einander. Das Leben wäre ohne dich so langweilig. Mit wem sollte ich reden?
Wer würde mich verstehen? Ich verstehe dich nicht, Bruder. Ich verstehe dich absolut nicht. Ich habe keine Ahnung, was du hier tust. Ja, ich weiß. Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Ja, das will er wahrscheinlich. Ja, hä? Ich will da runter. Auftaucht, gehört er mir. Ist das so? Sind die auf derselben Ebene? Ah ja, leider schon. Okay, was wir aber mal machen können, Leute. Das müsste funktionieren. Digga, geh halt jetzt da runter. Haben keinen Sichtkontakt mit Fuck. Batman. Der andere ist jetzt auch mittlerweile aufgetaut, wahrscheinlich. Ah ne, ist er noch nicht. Ah ja, sauber. Ich weiß doch nicht, warum der hier noch nicht aufgetaut ist und der andere schon. Aber umso gut. Ja, das ist eine schöne Waffe. Das ist eine schöne Waffe. Die ist praktisch. Muss ich nur die Scharfschützen ausschalten, dann kann ich den Rest da hinten nur ignorieren. Das ist der alte Anstaltsleiter. Ich dachte, der sei jetzt Bürgermeister. Nicht im Leben hat Strange es geschafft, den Bürgermeister von Gotham hier einzubuchten. Doch, hat er. Und ich weiß nicht wie und warum. So, oh, was ist denn da vorne? Hä, was ist denn das da hinten? Ist das von Joker? Oh. Level up, warum auch immer. Machen wir Kugelsicher mal, weil wir jetzt gerade relativ viel mit Schusswaffen auch am Start haben. Klingt nach einem Plan. Ich frage mich immer noch, wann wir das nächste Mal mit Catwoman zu tun kriegen. Wir haben denn keinen Bock mehr auf uns. Die hängt noch bei Poison Ivy ab. So, weißt du was? Lass mal den da. Hallo? Bam! In die Hölle gestampft, Alter. Die Fledermaus ist hier. Bada bing, bada bang, bada boom. Sauber. So, dann gehen wir nochmal hoch zu dem Symbol da. Ich könnte mir vorstellen, dass der Joker das da platziert hat. Um mich anzulocken. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Also von daher. Machen wir uns nochmal ganz kurz. Und? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ach nein, das ist die Scheiße. Ah, das ist das, was wir in einem der ersten Parts gesehen haben, was ich einfach ignoriert habe. Oh Mann. Gleitung in den Boden zu beruhigen, nicht alle ziehen und ihr weitet Realitätstraining abzuschließen. GG, Alter. G fucking G. Das ist das, was man eigentlich schon von Anfang des Spiels hätte machen sollen. Weil ich meine, bei Ra's al Ghul haben wir jetzt was ähnliches gemacht, nur viel schwieriger wahrscheinlich. Oh, oh fuck, falsch Knopf gedrückt. Oh Gott. Das war mal fucking traurig gerade. Das war ja mal fucking traurig, Leute. Oh mein Gott. Nee, nee, Moment. Also wenn wir jetzt schon hier sind, dann machen wir das auch. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte irgendwie, ich gleite mit RT. Hab einen Sturzflug nach unten gemacht. Ja gut, das sind aber Scharfschützen irgendwie. Das ist ungut, oder? Der hat bestimmt auch seine Alte eingefroren. Nee, die ignorieren mich irgendwie. Findest du, dass sie gut aussieht? Die von Freeze? Keine Ahnung. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Um die Greifhaken Schubverbesserung freizuschalten. Was? Oho. Erweitertes Realitätstraining online. Oh, nur dann. Dann machen wir das doch einfach mal, oder? Wenn wir jetzt gerade hier sind. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, weil. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten schon das lange machen sollen. Oh, da hinten sind noch Scharfschützen, da sollte ich aufpassen jetzt. Wo sind das? Das Training ist da hinten irgendwo, oder was? Nee, andere Richtung. Und was ist das hier eigentlich mit dem Personending hier? Ich habe es geschafft, Nora Freeze in diesen Bereich zurückzuverfolgen. Bitte finde sie für mich, Batman. Okay, das ist also auch eine Nebenmission, ja? Ja, ja. Ja, das machen wir nachdem wir Joker hatten, würde ich mal vorschlagen. Ich glaube, das ist eine Idee. Ah, da oben ist das nächste Ding. Ja, dann machen wir das doch zuerst. Zack. Wundervoll. Ich da auch einfach da durchgleiten? Achso, damit soll man herabstürzen machen. Hä? Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ja, aber warum? Ich bin gar nicht hoch genug gestartet. The fuck? Ivy, ich hab die irre seit damals in der Anstalt nicht mehr gesehen. Na, ich schon. Die vergnügt sich gerade mit Catwoman. So, hä? Irgendwie hat das nicht funktioniert gerade. Ah, jetzt schon. Okay, komisch. Ja, ist eigentlich nicht schwer. Hat einfach nur irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer. Greifhappenschubverbesserung. Ja, nee, das machen wir mal, Leute. Das hätten wir wahrscheinlich einfach wirklich vom Anfang des Spielbeginns haben sollen.
Wo ist das nächste ER-Training? Wow, direkt auf dem nächsten Kran oder was? Ja, ernsthaft? Oh man. Wo ist nur das ganze Essen geblieben? Hat wahrscheinlich schon irgendwer anders gefressen. Aua. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Lasst mich doch einfach dieses Training machen, ihr Fische. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. So, jetzt. Aha, hier kriegt man das gezeigt, wie man eigentlich das mit diesem Herabstürzen und wieder hochgleiten macht, ja. Ja. Nein, das. Realitätstraining fehlgeschlagen. Wie er sich ernsthaft da draufsetzt, der Penner. Oh man, Alter. So, jetzt gehen mir die Scharfschützen gerade ein bisschen auf den Sack. Das ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich die doch erst ausschalten, bevor ich hier ein bisschen Training in der Nähe mache. Oh Mann, das ist so dumm, Alter. Die ganze Zeit ignoriere ich diese Trainingsdinger und dann, wenn hier überall Scharfschützen stehen, weißt du, dann mache ich sie. Ist klar. Ist wieder typisch. Das ist wieder einfach typisch. So, zack. Diesmal gleiten wir da einfach mal drumherum. Dankeschön. Stimmt, das ist soweit richtig. So, die sind sogar eher dafür, dass das passiert. Die wollen das. Okay, das eine Training können wir jetzt auch noch machen in dem Part. Ja, ja, das können wir auch noch machen. So, wo ist das letzte? Da vorne irgendwo. Ah ja, da oben, ich sehe es ja schon, perfekt. Ist da nicht irgendwie ein Scharfschütze? Vielleicht waren das die ich schon ausgeschaltet habe. Ne, hier sind doch scheinbar keine. Okay. Na gut, egal. Was soll's. So, wie sieht's aus? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ja, okay, ist echt nur diese Gleitübung jetzt halt einfach. Mega entspannt eigentlich. Das haben wir jetzt halt bei Ra's al Ghul schon gemacht. Ich wusste, du hast Angst vor mir, Batman. Nee. Ich hab nur gerade Besseres zu tun, wie du vielleicht... Nee, siehst du nicht, ist ja virtuell. Du kannst das nicht sehen. Du kannst das nicht sehen. Ja, gut, so hätte man bei Ra's al Ghul natürlich schon gewusst, was passiert, wenn man das vorher gemacht hätte. Erweitertes Realitätstraining. Aber hey. Nice! Ich sehe, Sie haben Batwing angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den Greifhakenschuh. Aber nee, brauche ich nicht, aber ich nehme das. Es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Oh. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Ist das so? Wo landet das Ding jetzt? Wahrscheinlich am Ende in der Welt, ne? Greifhakenschuhverbesserung abgesetzt und bereit aufgenommen zu werden. Oh ja, perfekt. Dann machen wir das doch gerade noch. Wo ist denn das Ding gelandet? Da vorne. Ah ja, ich sehe das Symbol. Perfekt. Leute, das ist doch mal super. So muss das doch laufen. Ja, das habe ich in einem der ersten Parts mal freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, come on. Keine Ahnung. Ups, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Aber hey. Ja, und haben es irgendwie nie gebacken bekommen. Ich habe es, glaube ich, am Anfang mal gesucht irgendwie und habe es dann nicht gefunden. Beziehungsweise wird dann von einer Nebenmission abgelenkt, glaube ich. Genau, von dem Typen, der da oben erschossen wurde sogar wahrscheinlich. Und naja, dann haben wir es halt jetzt gemacht, ne? Ich meine, besser später als nie. Haben wir das Ding. Greifhaken, Schubverbesserung. Schauen wir doch mal, was das so bringt. Ob wir damit jetzt einen Greifhaken auf weitere Distanz nutzen können, das wäre ziemlich cool. Mal schauen. Erhöht die Geschwindigkeit des Greifhakensystems und katapultiert dich hoch über das Ziel hin in die Luft. So kannst du dich durch die ganze Stadt bewegen, ohne jemals den Boden zu berühren. Nice! Also Spider-Man sozusagen. Hey, cool. Ich glaube, das ist für die Telefonmission mit unserem Freund Zaz relativ nützlich. Probieren wir es doch gerade mal aus. Ja. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Muss ich dafür irgendwas drücken? Oder muss ich das hier ausrüsten? Nee, eigentlich nicht. Stopp, ich dreh durch. Könnte schwören, dass ich da. Noch ein Training? Erweitertes Realitätstraining online. Ja, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ups, nein. A und A halten. Greifhakenschub während Greifhakeneinsatz. Ah, okay. Okay. Also, wenn wir das jetzt so machen und jetzt nochmal A drücken und halten. Nee, hä, hat das irgendwie nicht funktioniert. Einer Stunde. Alter Vater. So, der ist erstmal weg, der Kollege. Ein Scharfschützen weniger. Ich würde das ganz gerne noch ein bisschen üben. Jetzt erstmal A und dann A halten. Greifhakenschub während Greifhakeneinsatz. Keine Ahnung, Kollege. Ah ja, jetzt hör. Oh ja, Mann. Das ist ja fucking sick. Habt ihr das? Ist das so? Dann komme ich doch mal zu euch. Du da hinten, ne? Du hast doch noch so einen Rotpunkt visiert. Das ist doch schön.
Achtung, warte mal. Yes, das ist wirklich so richtig Spider-Man-mäßig. Du machst mich unglücklich, von daher. Liegen bleiben. Aua. Sorry, tut mir leid. Jetzt tu nicht so überrascht. Habt ihr's gesagt? Ich sagte, geh los und finde raus, was die anderen vorhaben. Ich wusste nicht, dass es für Joker war. Was? Tja, jetzt weißt du es. Er würde nicht wollen, dass ich dich gehen lasse, ohne dir vorher eine Lektion zu erteilen. Ja. Es ist. Wie wär's, wenn ich das mache? Tschüss mit uns. Okay, politischer Gefangener befreit. Hey, da kann man sich irgendwo durchspringen. Ey Leute, es gibt zu viel zu tun in diesem Spiel. Ah. Batman. Ich bin Batman. Was haben wir denn hier? Was ist das denn komisches? Nee. Eigentlich nicht. Ich möchte nur mal ganz kurz meinen Scheiß selber machen. Ah. Okay. Was bringt mir das, das zu bewegen? Irgendwie gar nichts. Wann geht eigentlich diese blöde Info da unten mal weg? Ich habe das geblickt. Ich habe es doch schon mehrfach eingesetzt. Ah, jetzt ist sie weg. Okay, komisch. So, Leute. Wir positionieren uns noch ganz kurz vor dem Ziel, glaube ich. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Oh doch, danke. Ah! Während du dich um die Rettung von Miss Will gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Ach so, oh, ich habe die meisten davon schon ausgeschaltet, glaube ich. Das tut mir jetzt leid. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh, das wird zu emotional. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade zufälligerweise bei dem nächsten Training. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit diesem Spiel los? Die tun einfach alles, um mich von der verdammten Hauptmission abzulenken. Gut, wisst ihr was? Machen wir im nächsten Part das Training am Anfang. Lasst einen Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr den nächsten nicht verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.